Enthüllung der neuen Meinrad-Statue an der Sülchenkirche in Rottenburg. Der Eremit, dem das Kloster Einsiedeln in der Schweiz Name und Existenz verdankt, wurde kurz vor dem Jahr 800 im Sülchgau geboren. Jetzt verbindet ein Pilgerweg Meinrads Geburtsort mit seiner Ausbildungsstätte auf der Insel Reichenau und seiner Wirkungsstätte Einsiedeln. 275 Kilometer von Rottenburg bis in die Schweiz. Und da es Meinradweg heißt, war klar, dass es ein Radweg werden würde. Auch die neu eingeweihte Statue zeigt Meinrad unterwegs. Er steht nicht unbeweglich, da er geht durch das Leben. Fast als wollte er sich selbst gleich noch einmal mit den Pilgern auf den Weg machen. Pilgerinnen und Pilger waren eingeladen, gemeinsam die erste Etappe bis Hechingen zu fahren. Unter den Radlern waren auch die beiden Weihbischöfe Thomas Maria Renz und Matthäus Karrer sowie drei Benediktinermönche aus Einsiedeln. Die drei sind die ersten, die den Weg in voller Länge fahren wollen. Für alle Anwesenden gab es den Pilgersegen. Nun geht und radelt im Frieden. Dann konnte dem Staat nichts mehr im Weg stehen. Der Meinradweg ist ein gemeinsames Projekt der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Erzdiözese Freiburg und des Klosters Einsiedeln. Nähere Infos unter meinradweg.com.